Wie nennt man einen fettleibigen Menschen, der kein Geld hat? Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video an diesem wunderschönen Tag. Der Tag ist gar nicht mehr so wunderschön, weil Vive wieder mit dabei ist. Schade drum. Dafür habe ich noch einen anderen Kernasi mitgenommen. Und zwar den lieben Standardskill. Was geht, Digga? Hey Leute, was geht? Euer Vive hier. Nee. Bruder, komm runter. Euer Standardskill hier. Ganz genau jetzt. Der, ganz genau der. Leute, es geht heute wieder um Flachwitze zum Totlachen. Und ich schwöre, wenn hier keiner stirbt in dieser Episode, dann raste ich wirklich aus, Alter. Wir hoffen nämlich beide, dass Lukas heute drauf geht. Vor Lachen, Leute, natürlich. Ja. Vor Lachen, Alter. Diese Liebe immer. Ganz klar. Lukas, fangen wir erst an mit dem ersten Witz. Ach, da ist ja, okay. Schon deine Facecam. Perfekt. Leute, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Flachwitz. Und zwar, wer wohnt im Dschungel und schummelt? Der Mowgli. Der war direkt oh scheiße. Mein Gott. Hä, hey, Mowgli, Digga, rast du nicht? Muss man bei Flachwitz auch lachen, oder? Ja, ja, und dabben. Du musst immer dabben, ganz wichtig, Digga. Okay, nach jedem Witz. Okay, ich mach mal den nächsten, und zwar. Betrügst du deine Frau? Ja, wen denn sonst? Hä? Betrügst du deine Frau? Ja, dann sagt er, ja, wen denn sonst? Boah, der war richtig geil. Okay, okay, Philipp, bitte. Okay, pass auf, ich habe einen richtig guten. Mhm, okay. Was fängt mit P an und hört mit Is auf? Personalausweis. Nee, wir sind richtig reingeschissen gerade. Tja, ach so, hätte ich so tun sollen. Na gut, okay. Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Nun ja. Geht der Polizist bei einer Kontrolle zum Auto? Papiere, sagt der Fahrer. Schere. Junge, stumpf, Alter. Ja. Was ist groß, blau, lebt 10 Meter unter der Erde und frisst Steine? Der große blaue Steinfresser. Da hätte ich jetzt... gar nicht mit gerechnet. Ja, was essen mit dem Modell am liebsten? Den Puffreis. Ganz klar, oder? Ganz klar, Digga. Pass auf, wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie dann? Nirgendwo, die gehen ja noch. Aua. Aua, Alter, aua. Los, okay, Philipp, ich hab jetzt direkt hinterher. Ich okay. hab einen kleinen Versauten, ja. Okay. Was kleinen sagt versauten. Adam, als er das erste Mal Eva sah? Geh ein Stück zurück, ich weiß nicht, wie lang er wird. Oh, als ob er das nicht wüsste. Come on, Digga. Mama, Mama, alle Kinder sagen immer, ich habe so lange Zähne. Shh, sag doch sowas nicht. Du zerkratzt mir den ganzen Fußboden, wenn du redest. Wie waren die letzten Worte eines Sportlehrers? Alle Sperre zu mir. Ja, weil er ist halt gestorben, ne? Ja, deswegen. Okay, also Philipp okay. hat den gefeiert. Ja, ich auch. Gut. Aha, okay, nicht. Mami, Mami, darf ich mit Opa spielen? Nein, der Sack bleibt heute zu. Wer kennt's nicht, also. Was ist braun, knusprig und schwimmt unter Wasser? Nen U-Brot. Boah, Junge. Was Junge, denn? Kannst du das noch wieder? Piss dich, Alter. Das war ja... Geh mal weg, Junge. Was soll das denn jetzt, Lukas? Sowas kannst du dir wirklich sparen, Digga. Sowas kannst du dir wirklich sparen. Alter. Ich hab gedacht, wir machen hier Flachwitze. Also. Okay. Wie nennt man ein helles Mammut? Helmut. Weißt du? Aber zu mir sowas sagen. Ey, das war der schlechteste Flachwitz. Nee, der Digga, Welt, nee. Junge. Okay. Was steht auf dem Herd und ist streng geheim? Top Secret. Fickt euch okay. doch beide, Alter. Ich hab mich mit dem Bizep anzugeben, ist doch echt Oberarm. Okay. Oh, Junge, Alter. Was sagt der Origami-Lehrer zu seinem Schüler? Das kannst du knicken. Geht ein Mann zum Kellner. Ich hätte gerne 3 Eier, sagt der Kellner, ich auch. Was? Hä? Das ist keine Ahnung. Was? Was? Was passiert, wenn man bei Ikea klaut? Man wird vermöbelt. Egal, was du hast, Bruce Wills. Oh, oh. War das eine Nebelmaschine? Ja, die geht an, weil wenn die Witze so lustig sind, dann nebelt die los. Ah, okay, krass, krass, auch. Alter. Okay. Die lacht auch. Okay. Der ist Nebelix. Pass auf. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Ja, weil sie keine Angst vorm Kater haben. Ah, nee, weil sie Angst vorm Kater haben. Nächster Witz einfach, nächster Witz, komm. Ich Wie ist die Frau von Herkules? Frau Kules. Oh mein Gott. Oh. Ich hab einen Hipster ans Bein geschossen. Jetzt Hopster. Mann, Alter. Welche Sprache wird in der okay, es reicht. Welche Sprache wird in der Sauna gesprochen? Schwitzerdeutsch. Was sitzt auf einem Baum und winkt? Ein Huhu. Alter, ich hab keinen Bock. Pass auf, pass auf. Klingelt man beim Metzger, dann sollte man sich nicht wundern, dass kein Schwein aufmacht. Der war echt gut, Alter. Was ist grün, glücklich und hüpft übers Gras? Eine Freuschrecke. Eine Freuschrecke? Ja, weil die glücklich ist, verstehe ich nicht. Dachte ich mir. Was hält eine Blondine über Stunden beschäftigt? Ein Zettel, wo auf beiden Seiten steht, bitte wenden.
Lach! Mal nackte Pommes durch den Wald rennen sehen? Nein, da siehst du mal, wie schnell die sind. Oh Mann, Alter. Was sagt man, zu einem Inder, der stolpert? Pass auf, fall nicht hin, du. Was ist rund und schnieft? Eine Koksusnuss. Alter. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. Oh, okay. Pass auf. Okay, was hat vier Rollen und rollt den Berg runter? Ein Elch auf ein Skateboard. Auf ein Skateboard? Ja. Oder auf, einem Skateboard? Ich hab ihn selber nicht. Bei welchem Arzt Pinocchio in der Behandlung? Beim Holznasenohrenarzt. Oh mein Gott, pass auf. Was steht auf der Wiese und isst Pfannkuchen? Eine Pfannkuh. Was ist groß, grau und telefoniert aus Afrika? Ein Telefant. So, normalerweise, wenn der kommt, lacht man, erzählt Witze und lacht sich fremd. Und jetzt denkt man sich nach jedem Witz einfach nur. Boah. Okay. Okay, wie nennt man ein Kaninchen im Fitnessstudio? Pumpernickel. Muskelkater. Was? Halt, was? Komplett falsch einfach. Das macht gar keinen Sinn, Digga. Ein Pumpernickel, Digga. Was macht ein Veganer, wenn er stirbt? Er beißt ins Gras. Wie nennt man einen fettleibigen Menschen, der kein Geld hat? Wolf. Harzer Roller. Was? Pass auf, mein nächster, der ist so schlimm. Wissenschaftler fanden heraus, als ich ihn die Tür gezeigt habe. Was ist haarig und wird gerne in der Pfanne zubereitet? Die Bartkartoffeln. Wie nennt man eine Kuh auf einem Fahrrad? Murat. Was? Wenn ich kommentiere, kommentiere. Womit kann man Berge glätten? Mit einem Hügeleisen. Es gibt drei Arten von Mathematikern. Die, die zählen können und die, die nicht zählen können. Ist eine 2. Nächste. Bei 4 spielt es schon immer eine große Rolle bei mir. Ja, was sagt ein irakischer Bäcker zu seinem Lehrling? Du, Bagdad. Was? Ey, oh mein Gott, wenn ich den schon lese. Was macht ein Mathematiker auf der Toilette? Mathematiker. Was macht Mathematiker. Der Toilette? Junge, er macht Pi. Wegen Pi. User was moved out. Okay, wie nennt man eine Pistole, die in die Erde schießt? ein Erdgeschoss. Lukas, wir haben kurz uns unterhalten. Okay. Sollst damit aufhören. Was ist eine Transe? Frag Mama, der weiß das. Junge, ich kenn's nicht, ich war bei deinen Eltern so eine Revue. Gelogen! Wie nennt man einen Ritter ohne Helm? Wilhelm. Oh Mann, Alter! Oh Gott, das Was kauft ein Mann mit 2 linken Füßen im Schuhgeschäft? Deine Mutter! Nein, Flip-Flips. Wie heißt der Ausgang? Was ist der Ausgang von einem Bordell? Der Auspuff. Ey, man muss einfach nur in diesem komischen Modus sein, dann lacht man über alles, Alter. Oh, ist das traurig, okay. Was ist der Dalai Lama zum Frühstück? Ein Butterbrot, perfekt. Hör bitte auf. Okay, Lukas, jetzt krasse Frage an dich. Was ist eine Glühbirne, wenn sie zu Boden fällt? Fassungslos. Wie nennt man eine Kuh auf einem Fahrrad? Murat. Den hatten wir gerade. Der Metzger. Aber ich finde irgendwie lustiger, wenn man den selber nochmal liest. Okay, der Metzger ist 1,90 Meter groß und hat eine Schuhgröße von 45. Sein Bauchumfang beträgt 99 Zentimeter. Was wiegt er? Ja, Fleisch. Ist halt ein Metzger, ne? Also, ich weiß nicht, haben wir die 10 Minuten schon voll? Wenn, falls ja, hallo, jetzt mal hallo. Zeit. Wie hat Moses das Meer geteilt? Mit einer Mehrwegflasche. Wie heißt der Arzt von Pinocchio? Holznasenohrenarzt. Ja. Hatte ich doch auch schon, du Penner. Hör mal auf damit, Alter. Warum kippt ein Baum um, wenn sich eine Blondine dagegen lehnt? Weil Lukas Mutter eine billige Schlampe ist. Welche Handwerker essen am meisten? Die Maurer, die verputzen die ganzen Häuser. Wie heißt der Arzt von Pinocchio? Dr. Müller. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Welches Nagetier hat einen Sprachfehler? Der Stotter.
Welche Vögel hören nichts? Die Tauben. Was macht man vor einem Drucker? Ah, ah. Ausdruckstanz. Ja, was machst du bei dem Drucker? Was ist grün und macht die Toilette sauber? Lukas Vater? Warum kann ein Auto höher springen als ein Haus? Weil ein Haus nicht springen kann. Ein Auto eigentlich auch. Ja. Was wärst du denn für Autos, Bruder? Ja, ja, Springautos. Ich hab noch einen letzten. Ich hab gestern meinen Besen. Leute, das war's von dieser wunderschönen Episode von Deck of Lach. Schaut auf jeden Fall bei Standardstück vorbei. Ey, Wife ist weg. Besser ist das. Entschuldigung, das war echt schon wieder peinlich, Leute. Lukas, wir haben abmoderiert, ne? Leute, macht's gut, haut rein. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.